Ist diese Blume eventuell Regen? Es ist eine Stimme, die du noch nie zuvor gehört hast. Krutz, bist du da? Es ist lange her, nicht wahr? Aber du hast dich gut geschlagen. Dank dir verläuft alles nach Plan. Krutz, man sieht sich. Was? Kann es sein, dass diese... Ich habe jetzt gerade eine Vermutung, diese Blume, von der die reden, dass das... Eine gewisse andere Blume ist, mit der wir auch schon mal was zu tun hatten. Okay, ich gehe mal einfach weiter. Ne? Ich geh mal davon aus, dass ich nicht in diesen Aufzug muss, sondern hier weitergehe, ja? Okay. Das ist also ohne Scheiß, dieses Spiel hat irgendwie so eine Wendung genommen irgendwie. Das war anfangs immer lustig und so weiter und so fort und jetzt ist das einfach alles nur noch bizarr. Aber mal gucken, wo wir hier noch landen, meine Damen und Herren. Schlimmer kann es ja nicht werden. Ich meine, im Grunde genommen sterben alle. Sind wir wieder hier. Wir sind wieder hier. Im Grunde genommen sind wir im Kreis gelaufen. Außer, dass es jetzt hier offen ist. Ich gehe jetzt mal einfach direkt hier runter, ne? Ich gehe mal einfach direkt hier runter. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt im Grunde genommen direkt zu Escor gehen kann, weil das jetzt hier wahrscheinlich gleich ist, sofern denn das überhaupt tatsächlich die Welt ist, in der Escor war. Vielleicht bin ich in einer ganz anderen Welt. Vielleicht bin ich komplett woanders. Vielleicht träume ich. Ich habe keine Ahnung. Hi. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Bin ich im Kreis gelaufen? Oder hat sich das auch wiederholt beim ersten Mal, als wir hier waren? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich gehe mal davon aus, dass ich richtig gehe. Ja, hier war ich definitiv. Okay. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Der Triforce-Raum. Und hier nach direkt kam nämlich dieser Ort, an dem wir Escor getroffen haben. Und jetzt wiederholt sich hoffentlich nicht die Geschichte einfach, sondern jetzt passiert hoffentlich was anderes. Das wäre wünschenswert. Ein Savepoint wäre übrigens auch ganz nett. Weil wir hatten ja jetzt hier im Grunde genommen keinen mehr. Das heißt im Grunde genommen, wir hatten keinen mehr, Punkt. Hi. Kein Escor. Weiterer Thron unter einem weißen Laken. Ja, das hatten wir ja schon. Hier ist auch kein Flowey mehr, der hier war. Ist jetzt überhaupt noch irgendwas? Hier ist jetzt ein Savepoint. Ah ja klar, das war ja auch der letzte Raum. Wir speichern mal. Nee, wir gehen mal auf Nummer... Sicher, hi. Muss ich jetzt einfach wieder kämpfen? Nein, das macht keinen Sinn. Das ist die Barriere, ja, das haben wir ja schon. Das ist es, was uns alle im Untergrund hält. Oder einsperrt, ja. Wenn du noch irgendwas was zu erledigen hast, ja, dann mach das jetzt. Okay. Ich hoffe, dass jetzt was anderes passiert. Ich hoffe, dass jetzt was anderes passiert. Wir gehen mal weiter. Ich verstehe. Dann ist es also soweit. Mal wieder. Bereit? Ja, eigentlich nicht. Ist das jetzt einfach nur derselbe Kampf? Habe ich was falsch gemacht? Komisches Licht erfüllt den Raum. Zwielicht scheint durch die Barriere. Ja, das haben wir alles schon. Scheint, deine Reise wäre endlich zu Ende. Jetzt verwandelt er sich da wieder in sein komisches Monster-Ding. Bin erfüllt von Entschlossenheit. Ja, sicher. Mensch. Es war nett, dich zu treffen. Lebe wohl. Was? Toriel ist da! Was für eine elende Gestalt, einfach ein unschuldiges Kind anzugreifen. Toriel ist da, Mann. Hab keine Angst, mein Kind. Ich bin's, Toriel. Ja, entschuldige mal bitte, deine Freundin und Hüterin. Als erstes dachte ich lasse dich deine Reise alleine antreten. Aber ich konnte einfach nicht aufhören, mir Sorgen zu machen. Dein Abenteuer muss wirklich heimtückisch gewesen sein. Und sollte dir schlussendlich eine furchtbare Bürde auferlegen. Um diesen Ort zu verlassen, hättest du eine andere Person töten müssen. Du hättest Escor besiegen müssen. Aber ich habe realisiert, dass ich das nicht erlauben kann. Es ist nicht richtig, etwas zu opfern, nur damit jemand gehen kann. Das ist vollkommen richtig. Ist das nicht das, was ich die ganze Zeit verhindern wollte? Lass uns also diesen Kampf erstmal anhalten. So schlimm wie Escor auch sein mag. Auch er verdient Gnade. Natürlich. Tori. Sag doch, das sind Tori und Gori. Ich wusste es, du bist zurück. Nenn ich mich nicht Tori. Dreamer. Du erbärmlicher Welpe. Wenn du uns wirklich befreien wolltest, hättest du die Barriere mit einer Seele durchquert. Und wärst mit 6 Seelen zur Rettung zurückgekommen. Aber stattdessen musste jeder in Verzweiflung leben. Weil du hier lieber drauf gewartet hättest, dass nie ein Mensch kommt. Tori. Du hast recht.
wenn eine elende Gestalt. Aber können wir nicht wenigstens wieder Freunde sein? Scheiß auf Freunde bleiben, na. Nein, Eskor. Hi, ja, Eskor, Mensch. Niemand bekämpft irgendwen. Ihr werdet alle Freunde, alle zu Freunden, oder ich. Hallo, ich bin Toriel. Bist du ein Menschenfreund? Nett, dich zu treffen. Okay. Nett, dich zu treffen. Hey, Eskor. Ist das dein Ex? Wow, das ist Hartkumpel. Hi. Oh, kommen die jetzt alle hier hin, Mann. Wie cool ist das denn? Hey. Niemand verlässt irgendjemanden. Oh, bist du auch ein Freund? Ich bin Toriel. Hallo. Hi. Gibt's zwei davon? Was? Moment. Zwei Toriels oder was? Hey, niemand bekämpft irgendwen. Wenn jemand jemanden bekämpft, dann muss ich anderen nach Hilfe fragen. Hallo. Oh, hallo, eure Hoheit. Psst, hey, Mensch. Hat sich Eskor rasiert? Hat er das? Und sich geklont? Oh, aha, aha. Hey, Leute, was geht? Diese Stimme. Hallo, ich denke, wir kennen uns. Oh, hey, ich kenne auch deine Stimme. Das sind nämlich die beiden, die sich gegenseitig Witze erzählt haben, Mann. Wie cool, ich bin Toriel. Freut mich, dich zu treffen. Mein Name ist Sans. Und, gleichfalls. Oh, warte, dann musst du sein Bruder Papyrus sein. Grüße, Papyrus. Freut mich, dich zu treffen. Dein Bruder hat mir so viel über dich erzählt. Wowie. Ich kann nicht glauben, dass Eskors Klon mich kennt. Das ist der beste Tag in meinem Leben. Hey, Papyrus. Mit was öffnet ein Skelett seine Haustür? Mit einem Skelettschlüssel? Nein, Dummerchen. Ein Skelett öffnet seine Tür mit einem Schlüsselbein. Oh. Ich ändere meine Meinung. Das ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Komm schon, Eskor. Alles wird gut. Schwimmen viele Fische im Meer. Ja, ja, Eskor. Einer hat mit den Fischen voll und ganz recht. Manchmal muss man einfach, nicht den pelzigen Bossmonstern hinterherjagen und, einfach einen wirklich netten Fisch kennenlernen. Das ist eine Metapher. Ach nee. Naja, das ist eine gute Analogie. Oh mein Gott. Um da habt ihr beiden euch endlich mal. Das Publikum schreit nach einer romantischen Action. Ja, klar. Ey, Klappe. Mann, der Typ hat vielleicht Nerven. Richtig, Alphys? Alphys? Nein, er hat recht. Wir machen es, oder machen wir es? Was? Naja, okay, wenn du willst, dann halte ich dich nicht so. Oh. Warte, warum? Nicht vor dem Menschen. Richtig. Entschuldige, hab mich überschlagen. Mein Kind. Scheint, müsste noch eine Weile bleiben. Aber sieh nur, wie viele tolle Freunde du hast. Ja, eben, warum würde ich gehen? Ohne Scheiß. Ich meine, gut, ich weiß nicht, was das Kind für ein Verhältnis zu der Familie hatte, aber ich denke, du wirst hier glücklich sein. Hey, das erinnert mich daran. Papyrus, du hast doch jeden hierher gerufen, oder? Naja, außer, sie. Wie auch immer. Wenn ich vorher hier war, wie wusstest du dann, wie du alle hierher rufen kannst? Irgendwie einfach. Eine kleine Blume hat. Nein. Ach, sag nicht, der ist jetzt auch gut. Eine kleine Blume? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Du kleines, dreckiges. Ihr Idioten. Wenn ihr eure kleinen Familien. Nein! Hab ich die Menschenseelen genommen. Und jetzt unterstehen nicht nur sie mir, sondern auch alle Seelen deiner Freunde. Hihihi. Und weißt du, was das Beste daran ist? Es ist alles deine Schuld, weil sie dich wegen dir lieben. All die Zeit, die du mit Zuhören verbracht hast, sie aufgemuntert hast, dich gekümmert hast. Ohne das wären sie gar nicht hierher gekommen. Und jetzt werde ich mit ihnen, um den Menschenseelen, meine wahre Form erreichen. Hihi. Wie? Warum ich denn dann noch immer mache? Verstehst du es nicht? Das ist alles nur ein Spiel. Wenn du den Untergrund glücklich verlässt, gewinnst du das Spiel. Und wenn du gewinnst, spielst du nicht mehr mit mir. Was soll ich denn machen? Aber das Spiel zwischen uns wird niemals enden. Ich halte dir den Sieg vor Augen. Nur um ihn dir dann schnell wegzunehmen. Immer und immer wieder. Hihihi. Hör zu. Wenn du mich besiegst, gebe ich dir ein glückliches Ende. Bringe deine Freunde zurück und zerstöre die Barriere. Jeder wird zufrieden sein. Aber das wird nicht passieren. Du, ich behalte dich hier, egal was passiert. Ich will nicht nochmal gegen dich kämpfen, Mann. Nein, das stürzt das Spiel wieder dauernd ab. Ich kann mich nicht bewegen. Selbst wenn das bedeutet,
dich 1 Million Mal zu töten. Okay. Wenn das Spiel jetzt wieder abschließt, bin ich sehr, sehr traurig. Oder vielleicht wird er doch noch auf einmal. Wenn nicht, hat er. Vielleicht wird er doch noch am Ende gut. Was? Ja, genau. Hab keine Angst, mein Kind. Egal was passiert, wir sind immer da, um dich zu beschützen. Danke. Aber wie cool ist das denn, Mann? Das stimmt, Mensch. Du kannst gewinnen. Mach einfach, was ich machen würde. Glaube an dich. Hey, Mensch. Wenn du an mir vorbeikommst, schaffst du alles. Keine Sorge, wir sind bei dir. Wie, du hast diesen Typen noch nie besiegt? Komm schon, dieser Spinner kann dir nichts anhaben. Okay, also wenn ich jetzt einfach nur an mich glaube, wir glauben mal einfach an mich. Warum auch nicht? Rein technisch sollte es nicht möglich sein zu gewinnen. Aber irgendwie glaube ich, dass du es schaffst. Mensch, für die Zukunft von Menschen und Monstern. Bleibe entschlossen. Klar, kriegen wir hin. Lalala, wir sind auch bei dir. Wie cool ist das denn? Oh, guck mal die ganzen Leute, die wir verschont haben. Arg. Nein. Unmöglich. Das kann nicht passieren. Du. Ich hab dich besiegt, mein Freund. Ich kann nicht glauben, dass du so blöd bist. Was? Alle eure Seelen gehören mir. Okay. Ich will ja wohl mal hoffen, dass die jetzt nicht alle sterben, sondern dass höchstens dieser kleine Schweinesack da krepiert, oder? Der wäre jetzt gemein. Hallo. Wer genau bist du so? Was? Okay. Ich kann nichts tun. Ich will was? Nicht weinen oder so. Endlich. Ich habe es satt. Eine Blume zu sein. Oh, der ist wieder Dingsbums. Das ist der Sohn von denen. Ich wusste es, Mann. Also zumindest also die Geschichte mit den gelben Blümchen, dass die irgendwas miteinander zu tun hätten. Hallo Krutz, bist du da? Ich bin's, dein bester Freund. Ezreal Dreamer, ja. Also ist Flowey die ganze Zeit Ezreal Dreamer gewesen. Das Ende naht. Ich denke nicht, mein Freund.